Jetzt bei Kinderarzt Berwald. Hilfe mit Herz. Ein Virus löst schwere Atemwegsbeschwerden bei Baby Leano aus. Man sieht ihm an, dass er deutlich angestrengt und beschleunigt atmet. Das ist bei 2 Monaten ein absoluter Grund, ins Krankenhaus zu gehen. Der Kerl, der kleine Mensch, der gehört in eine Kinderklinik, muss überwacht werden, muss symptomatisch behandelt werden. Ein neuer Tag im Gesundheits- und Pflegezentrum in Rüsselsheim. In der Kinderarztpraxis von Dr. Jonas Schönfeld und Sebastian Moosmüller wartet bereits ein kleiner Patient. Die Praxis arbeitet eng mit dem GPR zusammen. Ja, Lisa, wo muss ich als nächstes hin? In Zimmer 2, bitte. Und was hat der Kleine? Der ist ja erst 2 Monate alt. Ist das die Mama, die angerufen hatte, weil der Kleine so erkältet ist? Genau. Okay, na dann schauen wir uns den an. Baby Leano bereitet seiner Mutter Maika große Sorgen. Dem Säugling geht es hörbar schlecht. Der kriegt schlecht Luft, isst wenig und er hat auch ganz, ganz wenig geschlafen heute Nacht. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen zum Arzt. Hallo. Hallo. Wir haben uns gerade erst zur U3 gesehen. Ja. Und jetzt kommen Sie ungeplant schon wieder, weil der Kleine erkältet ist. Eieiei, man hört es deutlich. Also der war gestern Abend noch 4 bis 4,5 Stunden wach am Stuhl. Okay. Ja, und in der Nacht röchelt er halt noch schlimmer, wie jetzt zu hören ist. Okay, wie klappt es mit dem Trinken im Moment? Heute hat er 60 Milliliter getrunken. Seit wann? Seit morgen um 6. Und was ist die übliche Menge, die er trinkt? Ja, pro Flasche? Pro Flasche schon, so 120 bis 150 Milliliter. Okay. Das ist ja schon, hat er ja wirklich deutlich weniger getrunken. Ja. Und er sieht auch ein bisschen blass aus und ist ganz schön am Kämpfen mit der Luft. Ne? Der Atemweg ist empfindlicher bei dem Kleinen. Also sprich, das Kind wird einfach heftig durch wahrscheinlich eine RS-Virus-Infektion angegriffen. Man sieht ihm an, dass er deutlich angestrengt und beschleunigt atmet. Und die Lunge ist einfach noch nicht vorbereitet. Also sprich, das Immunsystem hat noch nicht gelernt, sich gegen die Viren zur Wehr zu setzen. Und deshalb werden die Kinder gerade mit diesem Virus besonders krank. Und häufig spucken die Kinder auch so einen ganz blasigen Schleim immer wieder aus. Und die Lunge klingt im Grunde genauso, wie man es auch von außen hört. Und wir haben eben im Vorfeld schon die Sauerstoffsättigung gemessen. Die ist bei 96 gewesen. Das spricht dafür, dass er, wenn er wach ist und so kämpft, wie er das im Moment tut, den Infekt kompensieren kann. Aber ich erwarte, dass er, wenn er im Schlaf ist und flacher atmet, wahrscheinlich auch eine schlechtere Sauerstoffsättigung haben wird und vielleicht sogar Sauerstoff dann braucht. Das ist bei 2 Monaten ein absoluter Grund, ins Krankenhaus zu gehen, sodass ich den Kleinen einweisen würde. Und dementsprechend würde ich drüben den Kollegen Berwald direkt anrufen und Bescheid sagen, dass sich die Familie auf den Weg machen wird. Naja, Erkältung ist ja schon schlimm genug, aber wenn man dann ins Krankenhaus muss, ist halt natürlich ganz doof. Passen Sie auf, dass er konnte. Die sofortige Überweisung ins Krankenhaus stellt die alleinerziehende Zweifachmutter vor unerwartete Herausforderungen. Sie sind drüben in guten Händen. Die Kollegen kriegen das auf jeden Fall hin. Rechnen Sie damit, ein paar Tage dort zu sein. Und das Geschwisterkind, das kriegen wir auch organisiert. Wichtig ist, dass der Kleine jetzt erstmal aufgenommen wird, erstmal versorgt wird und dann können wir alles andere organisieren. Okay? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hole gerade noch die Einweisungspapiere. Ich muss jetzt erstmal schauen, wer nach meiner Tochter schaut oder ob ich sie mitnehme, weil die ist im Kindergarten und ich bin alleinerziehend. Ja, aber das ist schon machbar. Jetzt gehen wir erstmal auf Station gucken, dass der Kleine aufgenommen wird und dann werde ich noch mal nach Hause schnell Sachen packen und dann gucken. Die Geschichte von Leano, mit der er heute vorgestellt wird, ist eigentlich eine, die wir im Moment sehr häufig hören. Es gibt sehr viele Kinder mit einer RSV-Infektion. Das ist das Respiratory Syncytial Virus. Ein Virus, das jeden Winter Erkältungsinfekte macht und typischerweise bei Kindern unter einem Jahr heftige Infekte und die Lunge angreifen kann und das Krankheitsbild einer Bronchiolitis auslösen kann. Da sehen wir im Moment wahrscheinlich jeden Tag
5 bis 10 Kinder, die dieses Problem haben. Die Fälle von RSV häufen sich auch nebenan auf der Kinderstation des GPR. Freie Kapazitäten gibt es kaum noch. Hallo. Ich wurde von der Kinderarztpraxis hierher geschickt. Einweisung mit meinem Sohn. Ja, wir haben ja angerufen, der Herr Schönfeld. Die Kinderklinik ist seit Tagen an ihrer Belastungsgrenze und hat kaum noch freie Betten. Oberarzt Mario Bärwald hat alle Hände voll zu tun, die eingehenden Notfälle zu koordinieren. Ständig klingelt sein Telefon. Ja, ja, also könnt ihr schicken. Wenn die mit Blaulicht fahren und das über die Leitstelle anmelden, dann ist hier rot gemeldet. Aber wir haben gerade entlassen im Endeffekt und der kann dann aufgenommen werden. Das war schon der erste Anruf. Das heißt, da wird jetzt im Endeffekt telefonisch erfragt, ob überhaupt ein Bettplatz für den Patienten frei ist, weil wir in einem System bei Ivena, das heißt für den Rettungsdienst, sind wir rot gemeldet, weil wir ja eigentlich gar keinen Platz haben, aber aktuell entlassen und dann in dem Moment, wenn angerufen wird, wieder einen aufnehmen. Also von daher ist der Platz eigentlich schon wieder im Endeffekt belegt. Ja, so schnell geht's einfach. Auch Leano und seine Mutter erhoffen sich dringend Hilfe in der Klinik. Das ist die Mama aus der Praxis Schönfeld, gell? Ja, und dann zähle ich die Monitore noch mal durch und sag dir Bescheid. Ja, so machen wir es. Ich hab's nicht vergessen. Ja, und dann machen wir das über FIPS, okay? Okay, alles klar. So läuft das. Guten Tag. Ich will gerade mal. Doch, ich wusste das. Ich habe das alles besprochen bei Visite. Ganz kurz nur da Platz nehmen. Für einen kleinen Moment. Es geht gleich los, okay? Okay. Gut. Nur ein paar Türen weiter leidet eine weitere kleine Patientin am RS-Virus. Die 4 Monate alte Mia muss regelmäßig inhalieren, um den Schleim von den Atemwegen zu lösen. Ihr Vater Alex ist Tag und Nacht an der Seite des Babys. Ich habe noch mal geklingelt wegen der Manschette da noch mal. Ja, und können wir gleich in 10 Minuten eine Flasche dann bekommen? Seit 2 Tagen sind die beiden in der Klinik. Ich komme abends nach Hause von der Arbeit, habe bis 23 Uhr gearbeitet. Und meine Frau hat mir schon vorher Bescheid gesagt, dass bei der Mia irgendwie was nicht stimmt, dass sie alles am Husten sei. Da habe ich gesagt, ja, wir gucken mal. Wenn es die Nacht nicht besser geht, dann bleibt halt nur die Notaufnahme. Und als wir dann hier waren, hieß es auch gleich, sie kann gleich hierbleiben. So, na toll. Von der Altersgruppe sind neugeborene Säuglinge und auch Kleinkinder unterhalb von 2 Jahren besonders betroffen. Das wird meistens von den älteren Geschwistern mit nach Hause gebracht aus dem Kindergarten. Und die kleinen Kinder können eben einfach den Schleim, der sich da bildet, der dann die Atemwege einfach verlegt, der wird einfach nicht mehr abgehustet, das können die nicht. Und die fallen dann eben einfach auch damit auf, dass sie nicht mehr richtig trinken können. Wo keine Flüssigkeit ist, kann der Schleim auch sich nicht lösen. Und im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass die Kinder eine invasive Atemhilfe brauchen. Das heißt, die Kinder werden intubiert und beatmet und kommen damit auf die Intensivstation. Mia kam erst vor 4 Monaten im GPR auf die Welt. Bereits kurz nach der Geburt begleiteten wir das Baby mit seinen Eltern bei den Abschlussuntersuchungen. Damals war ihre kleine Welt noch in bester Ordnung. Ein gesundes Kind und dann darf sie auch bald nach Hause. Das ist generell das Schönste, ne? Egal ob junge Mädchen, wie sie aussehen, alles egal. Aber wenn man dann die Nachricht bekommt, das ist alles okay, Kind ist gesund, das ist am schönsten. Genau. Tja. Nun hat das Virus den Alltag der Familie auf den Kopf gestellt. Mutter Maike betreut Mias großen Bruder zu Hause. Per Sprachnachricht halten sich beide Elternteile auf dem Laufenden. Und dann fährt der Papa mich ins Krankenhaus. War Visite schon gewesen? Also die Mia schläft jetzt, die haben wir jetzt gut versorgt. Und nee, die Visite war noch nicht, die kommen ja dann noch mal, genau. Ja. Ganz wichtig, die Visite. Weil da kriegen wir dann gesagt, ob wir gehen dürfen oder bleiben müssen. Ja. Abends, da wird der Husten immer heftiger. Also gerade abends. Und nach dem Inhalieren. Bis zur Visite müssen sich alle noch etwas gedulden.
Zunächst muss sich der Oberarzt den neu eingewiesenen Leano anschauen. Doch Mutter Maika hat noch mit einer anderen Problematik zu kämpfen, den Corona-Auflagen. Ich bin nämlich alleinerziehend und ich muss noch mal nach Hause Sachen packen. Ich bin jetzt direkt vom Kinderarzt hierher geschickt worden. Ja, Sie werden nicht später noch die Zeit haben. Sie können dann auch schnell nach Hause flitzen. Okay. Dann lassen wir den Kleinen, soweit es geht, mit den Schwestern dann bei uns. Wenn das möglich ist, ich hätte ihn auch noch mal mitgenommen. Also ich muss nur auf jeden Fall. Die werden jetzt abgestrichen. Da dürfen sie eigentlich nicht mehr raus. Kann zu Hause keiner die Sachen machen. Ich bin alleinerziehend. Ja. Das klären wir mit dem Doktor noch mal ab. Theoretisch müsste gehen, werden beide abgestrichen und die abgestrichen sind, bleiben hier in der Klinik. Okay. Ich könnte mich ja draußen auch noch mal testen lassen und dann, wenn wir das dann so machen. Ja, aber den aktuellen Tag ist das, nee, ich denke schon, dass es geht. Ja. Ich gehe ja wirklich nur nach Hause und nirgendwo anders dahin. Ja, das ist gut. Also dürfen dann reinkommen. Die ungewohnte Situation im Krankenhaus und die Sorge um ihre Kinder löst in Maika Unbehagen aus. Mario Bärwald sorgt zum Glück für das Wohlergehen von Klein und Groß gleichermaßen. Oh, danke schön. Mal was trinken. Danke. Jetzt gucken wir mal nach dem Zwerch. Es hat sich heute Nacht halt schon nicht so schön angehört. Also das Röcheln war um einiges lauter heute Nacht als jetzt. Ui. Raus das Zeug, ne? Die Kreislaufsituation ist jetzt nicht ganz so gut. Ja, könnte ein bisschen mehr Volumen dann gleich gebrauchen. Deswegen kriegt er nachher auch Infusion. Der quält sich schon ab und so richtig gut Luft kriegt er nicht. Also der muss sich da schon auch anstrengen und quält sich da auch damit. Ne? Also von daher, also er ist noch stabil und macht es auch gut, aber das ist absolut richtig. Der Kerl, der kleine Mensch, der gehört in eine Kinderklinik, muss überwacht werden, muss symptomatisch behandelt werden. Ob es sich tatsächlich um das RS-Virus handelt, wird mit einem Rachenabstrich festgestellt. Gleichzeitig muss auch der Corona-Test gemacht und Blut entnommen werden. Ganz schön viel auf einmal für den kleinen Leano. Doch der Kinderarzt greift in die Trickkiste. Mit Erfolg. Ja. Das ist ja. Ja, das liegt an der Zuckerlösung. Ja, die sind da so abgelenkt und die sollen dann damit auch den Schmerz nicht so spüren. Ich glaube, die geht nicht. Muss man ja noch mal gucken. Leanos Venen geben leider nur ein paar Tropfen Blut ab. Für einen Zugang, über den sein Flüssigkeitshaushalt gesteuert werden kann, reicht die Stelle nicht aus. Der Oberarzt will es deshalb am Kopf des Säuglings versuchen. Ich würde Sie gerne bitten, ruhig ein bisschen näher. Ich würde Sie gerne bitten, dass Sie hier so die Arme bis Sie halten, dass er einfach jetzt gleich nicht dagegen haut, ne? Am Kopf kann man in der Regel die Venen des Säuglings besser sehen. Doch bei Leano gestaltet es sich schwer, einen Zugang zu legen. Seine Mutter leidet mit. Wir versuchen das mal zu retten jetzt, dass die klappt am Ende. Nee, es wird dick. Ja. Machen wir gerade mal eine Pause. Die Mama kann mal ein bisschen anziehen. Leanos Venen sind aufgrund seiner geringen Flüssigkeitsaufnahme schwer zu treffen. Also was ich mache in der Zeit, ich habe ihn jetzt zweimal gestochen, ja, das belastet ja schon. Ich mache jetzt einfach in der Zeit, indem wir ihm Ruhe geben, die Blutgasanalyse, dann habe ich schon ein bisschen mehr, weiß, wie gut oder wie schlecht er an sich ist, welche Therapie er noch zusätzlich braucht und dann versuchen wir nochmal einen Zugang zu legen. Die Untersuchungen haben den Säugling und seine Mutter ziemlich mitgenommen. Während Leano nach seinem Fläschchen müde einschläft, ist für die Alleinerziehende noch allerhand zu tun. Wir sind jetzt erstmal durch. Ja? Das heißt, wir lassen ihn auch jetzt erstmal einen Moment noch in Ruhe, bevor wir jetzt dann hergehen und noch den Zugang legen. Da der jetzt gegessen hat, zufrieden ist, kriegt er sein Zimmer, sein Bettchen. Dann kann die Mama im Endeffekt nach Hause und kann die Sachen holen, die noch gebraucht werden. Mhm, ne? Okay. Wenn er wach ist oder wenn irgendwas ist, wir kommen dazu zum Braunühe legen, machen wir das dann einfach auch schnell ohne sie, weil dann haben wir es einfach weg. Ja. Und wir kümmern uns dann um den Zwerg, solange sie die Sachen holen. Was die Mutter von Leano alleine hinbekommen muss, teilen sich die Eltern von Baby Mia. Kurz vor der Visite kommt Mias Mutter Maike in die Kinderklinik, um ihrer Familie beizustehen. Sie vermisst ihre 4 Monate alte Tochter sehr. Bist du gewachsen, Menschenkind?
Hallo, mein Schatz. Hi. Du hast was Schönes geträumt, gell? Wieso, Papa ist die ganze Zeit da, gell? Die ganze Zeit. Mhm. Ja, der Papa war doof zu mir, der hat mich hier mineralieren lassen. Das war gar nicht so schön, Mama. Stell dir mal vor. Ja. Dein Bruder wartet auf dich. Ja. Der möchte seine Schwester daheim haben. Es geht dir ja echt nicht so toll. Es könnte ja besser gehen. Und trotzdem schenkt sie uns immer wieder ein Lächeln. Das war dann auch eine Zeit lang hier im Krankenhaus, wo sie wirklich nicht gelächelt hat. Und da wussten wir, okay, es geht ihr echt nicht gut. Also da lag sie wie ein nasser Sack, alle Viere von sich gestreckt und kaum den Kopf bewegt. Und ja, da wussten wir, das geht ihr halt gerade nicht gut. Die regelmäßige Inhalation und die Versorgung mit Flüssigkeit haben Mia bereits gut geholfen. Mario Bärwald würde sich über eine schnelle Genesung besonders freuen. Die Kinder, wenn sie jetzt wirklich am Gesundwerden sind, ja, da wollen wir natürlich so schnell wie möglich dann das Bett räumen. Ja, ist dann klar, dass die Eltern auch so schnell wie möglich nach Hause wollen auf der anderen Seite. Ne? Trotzdem entlässt der Oberarzt seine kleinen PatientInnen erst, wenn er sich absolut sicher ist, dass sie wirklich wieder nach Hause können. Hallo. Hallo. Na, was macht sie? Spielen. Ja, doch, ist ein bisschen fitter. Merkt gut man. Drauf? Ja? Doch, ja. Und trinken? Wie klappt das besser. So? Jetzt geht's langsam aufwärts, ja. Schon besser wie jetzt am ersten Tag. Da hat sie immer nur so 30, 40 getrunken. Ja. Also wir verlängern noch mal um eine Nacht. Einfach, weil sie heute Nacht auch ein bisschen knapp war mit den Sättigungen. Ne? Die Sauerstoffsättigung gibt den Sauerstoffgehalt im Blut an. Ist diese zu niedrig, kann das sämtliche Körperfunktionen beeinträchtigen. Wenn der Patient einfach richtig tief schläft, ja, und dann auch nicht richtig tief atmet dadurch und auch krank ist, dann ist es im Schlaf einfach niedriger, als wenn man wach ist und man kann richtig tief Luft holen und durchatmen. Ne? Also das muss man im Auge haben. Und deswegen wäre es nicht so zu verantworten, dass man sagt, naja, eine knappe Sättigung, der Patient geht damit nach Hause, nur weil wir jetzt wieder ein neues Bett brauchen, um wieder den nächsten RSV-Patient hier reinlegen zu können. Ja? Sondern dann muss man die, die man einfach auch betreut und hat, auch konsequent und gut behandeln. Es ist aber normal, dass die Sauerstoffsättigung abends immer ein bisschen schlechter wird. Ja, okay. Oh je, dann müssen wir abwarten. Weil jetzt war es die ganze Zeit gut. Da ja, bist du ja auch schön wach, ne? Also genau, da, ja. Deswegen, wenn die dann richtig am Schlafen ist und auch in Tiefschlaf fällt, dann kann die schon auch noch mal ein bisschen fallen. Okay. Einfach, ne? Ja, irgendwie habe ich mir fast gedacht, also wirklich fast gedacht. Also natürlich wäre es mir lieber gewesen, jetzt mit der Kleinen nach Hause gehen zu dürfen, aber ja, man ist traurig. Man ist traurig, weil ich vermisse auch ein bisschen meinen kleinen Prinzen, also auch meine Frau natürlich. Also ich darf jetzt zwar jeden Tag herkommen und wir... Man weiß ja wieder was sagen, aber... Das müsstest du sagen jetzt, gell? Genau. Also, genau. Das wird schon klappen. Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Genau. Ja, danke schön. Genau. Bis morgen früh dann, gell? Genau, bis morgen. Tschüss, Dank. Ja. Du, was erzählst du denn, Michael? Hast du es gehört? Du darfst morgen heim. Also vielleicht, aber... Der nächste Morgen. Baby Liano und seine Mutter Maika haben die kurze Nacht soweit gut überstanden. Also ich hatte damit gerechnet, dass die Sauerstoffsättigung runterfällt, dass er Sauerstoff braucht, aber das war Gott sei Dank nicht notwendig. Assistenzärztin Fadime und ihre Kollegin wollen sich ein genaueres Bild vom Zustand des Säuglings machen. Vor Betreten des Zimmers müssen sie frische Schutzkleidung anziehen. Oh, das ist ja voll der Luxus hier. Luxus, ja. Wenn du arbeitest mit mir, du hast immer ich Luxus. Weiß. Na, das ist nur, wenn du da bist. Ich bin da morgen, übermorgen, Wochenende. Oh, ich bin nur morgen und am Mittwoch da. Vom Chef hier auch. Danke. Das hat auch noch ein bisschen Luxus verdient. Leano hat am Vortag noch eine Magensonde und einen Venenzugang am Kopf erhalten, damit er genug Flüssigkeit und Nahrung zu sich nehmen kann. Ja, sieht dramatisch aus, weil da so ein Netz um den Kopf herum ist, als wäre da eine Kopfverletzung. Dabei ist das nur eine kleine
Kanüle aus eher so weichem Material. Die liegt gut in der Vene. Das stört ihn ja nicht, das tut auch nicht weh. Eine Virusinfektion kann nicht mit Antibiotika behandelt werden. Die Ärzte können Leano nur beim Atmen und Essen unterstützen. Also er hat jetzt die Nacht über regelmäßig inhaliert mit Kochsalz. Einmal mit dem 0,9%igen und 3%igen. Darunter sieht man schon eine Besserung. Der Schleim hat sich schon etwas gelöst. Man sieht, er kann kräftig schreien. Ja, das hat schon sehr viel gebracht bei ihm. Fürs Erste scheinen alle zufrieden zu sein. Wenn es die nächste Nacht jetzt auch noch mal so läuft, dass er keinen Sauerstoff braucht. Die Magensonde wurde ja auch nicht benötigt. Also er trinkt zwar nicht das, was er trinken soll, aber ich hoffe, dass alles gut wird und dass wir dann auch morgen, spätestens übermorgen, endlich nach Hause können. Maika möchte möglichst schnell zu ihrer Tochter. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Geschwister momentan nicht zu Besuch kommen. Nur der Kindsvater hat das Besuchsrecht. Eigentlich. Ja. Warum? Nee. Nee, aber du musst rein dürfen. Ja, jetzt wird mein Freund nicht reingelassen. Ja, warte mal, ich geh mal kurz zur Schwester, ja? Ja, warte. Tatsächlich gibt es seit dem heutigen Tag neue Regelungen, die auf die derzeitige Corona-Pandemie abgestimmt sind. Der Kinderarzt bringt sich und dann Maika auf den neuesten Stand. Es kann sein, dass der Papa einen Test braucht. Mhm, weil ab heute, ich ihm auch gesagt. Ja, ab heute ist es ja so geregelt, dass man einen Test braucht. Mhm. Aber trotzdem darf er dann, wenn er einen Test gemacht hat, kann er rein. Okay, und den die Tests kann man immer noch in der Apotheke genau, gegenüber einfach machen. Gegenüber den Test machen lassen, Test mitbringen, dann kommt er hier hoch. Okay, also gut. Daran soll es nicht scheitern. Ne? Das ist der Grund, warum ich in Corona-Zeiten nicht ins Krankenhaus möchte. Weil der darf auch dann gleich wieder gehen. Ey, der muss ja meine Tochter vom Kindergarten abholen, um 12. Und das hält dann so auf. Ja, jetzt muss er in die Apotheke einen Test machen lassen. Und dann muss er ja 15 Minuten warten, bis er das Ergebnis hat. Dann muss er sich unten anstellen, bis er dann hier oben ist. Also eine halbe Stunde gehe ich mal davon aus. Das bedeutet, dass der Besuch heute nicht mehr möglich sein wird. Auch die Eltern von Baby Mia sind von den Corona-Regelungen beeinträchtigt. Ja, die Oma ist so enttäuscht, dass sie nicht zu Besuch kommen konnte. Ja. Das ist schade, weil wir haben so viel hier im GPR schon erlebt. Also natürlich nicht nur Schönes, ne? Mein Opa ist hier ja leider an Lungenkrebs verstorben. Meine Mama hatte Brustkrebs, wurde hier behandelt. Mein Papa hatte Blasenkrebs, wurde hier behandelt, hat eine Neoblase bekommen. Das war eine 12-stündige OP. Meine Schwester hat ihre 3 Kinder hier entbunden, also den Ältesten und die Zwillinge. Wir haben unsere beiden Kinder hier entbunden. Und da hängt so viel Erinnerungen einfach hier an dieses Klinikum. Wie gesagt, halt nicht immer alles schön, ne? Aber so sieht man halt, dass Freude und Leid liegt manchmal nah beieinander. Und ich hoffe, ja, dass sie entlassen wird und ja, optimistisch bleiben. Ja, dass es bergauf geht. Auch Maika und ihr Sohn Leano hoffen auf schnelle Besserung. Sie warten auf die aktuellen Testergebnisse des RS-Virus-Abstrichs. Negativ, ne? Ja, gut für den Patienten, zumindest hat er jetzt keinen RSV. Aber klar ist der Leano einfach damit auch krank. Und das ist nicht unbedingt gefährlicher, aber er braucht einfach Unterstützung und seine Therapie. Was das für Leano bedeutet, teilt der Arzt Mutter Maika umgehend mit. Also wir haben den Test gemacht und der ist tatsächlich negativ. Okay. Ja, das heißt, RSV hat er zwar nicht,
aber er hat irgendein anderes Virus, was vergleichbar eben diese Atemwegserkrankung macht. Ja? Ja. Jetzt ist die Frage, ändert sich da was dran an der Therapie? Nee, da ändert sich nichts dran. Das kann ich Ihnen so direkt gleich beantworten. Das heißt, wir machen unverändert weiter mit den Inhalationen und Infusionen. Zwischendrin werden immer die Blutgase mal kontrolliert. Also alles das, was man auch bei einer RSV-Infektion machen würde. Man muss einfach davon ausgehen, dass es irgendein anderes Virus ist. Ja. Maika würde jedoch am liebsten die Klinik verlassen. Ja, ich hasse Krankenhäuser. Das ist halt das, wo ich so ein bisschen zu hapern habe. Ja, und die Kleine, meine Tochter, darf ja auch nicht hierher. Das ist es halt. Ja. Die Entbindung war schon doof, von der Kleinen dann getrennt zu sein. Und weil die durfte dann auch nicht rein. Und jetzt schon wieder. Ist halt ein bisschen blöd. Die alleinerziehende Mutter ist im Zwiespalt. Auf der einen Seite geht es ihrem Baby nicht gut. Auf der anderen Seite ist die Zeit im Krankenhaus für sie und auch ihr anderes Kind eine Belastung. Nach einer weiteren Nacht im Krankenhaus trifft Maika einen Entschluss. Ich habe mich selbst entlassen. Oder den Kleinen und also uns. Ja, weil die Maßnahmen, die jetzt noch zu machen sind, die kann ich auch von zu Hause aus machen. Kinderarzt Mario Bärwald hätte das Baby gerne noch etwas länger in der Klinik beobachtet. Wir sehen das so, dass der Liano jetzt noch nicht ganz so fit ist und sollte vielleicht noch 1-2 Tage hier bleiben. Aber natürlich darf man jederzeit gegen ärztlichen Rat nach Hause gehen. Wir können die Patienten hier nicht anketten und festhalten. Wenn PatientInnen sich vorzeitig selbst entlassen, handeln sie auf eigenes Risiko. Sollte es dann zu einem gesundheitlichen Schaden kommen, können Krankenhaus und Ärzte in der Regel nicht haftbar gemacht werden. Mutter Maika hat es sich jedoch gut überlegt. Er isst gut, er hat guten Appetit. Ja, also sehe ich jetzt hier keinen Grund, weiter noch mal einen Tag länger zu bleiben, wenn ich auch noch ein anderes Kind zu Hause habe, die auf mich wartet. Und es gibt tatsächlich Situationen, wo das einfach für die Alleinerziehenden einfach schwierig ist. Und das muss man auf der einen Seite natürlich auch verstehen können. Man ist natürlich dem Patient und beziehungsweise den Eltern jetzt nicht böse, weil sie sich dafür entscheiden. Ja, das ist einfach so. Ich denke mal, als Mama kann ich das schon gut einschätzen, weil ich das Kind ja eigentlich so auch immer um mich rum habe. Ja. Wenn irgendwas ist, komme ich natürlich wieder. Maika wohnt nur 5 Minuten vom GPR entfernt. Sie muss sich beeilen, um ihre Tochter gleich vom Kindergarten abzuholen und betreuen zu können. Nachtragen würde das der Oberarzt natürlich nicht. Sind die Patienten irgendwann mal wieder krank und brauchen wieder einen stationären Aufenthalt, kann man natürlich selbstverständlich in die Kinderklinik seiner Wahl wieder gehen. Und wenn man eben vorher irgendwo dagegen ärztlichen Rat gegangen ist, stellt es einfach kein Problem dar. Maika und ihrem Sohn geht es trotz der eigenmächtigen Entlassung heute zum Glück gut. Oberarzt Mario Bärwald hat jetzt gute Nachrichten für Mia und ihre Eltern. Hi. Hallo. Zusammen. Hallo. Die wichtigen Papiere habe ich dabei. Ihr dürft nämlich nach Hause zusammen. Schön. Ja? Super. Da freuen wir uns. Die Freuden drehen. Beachten gibt es nicht mehr wirklich viel, außer frische Luft, frische Luft, frische Luft. Zimmer kühl halten. Oder die Wohnung kühl halten, ne? Mit frischer Luft, ja. Rausgehen, spazieren, alles möglich. Ne? Die frische Luft stärkt das Immunsystem und regt den Kreislauf und die Atmung an. Dankeschön. Danke. Ich sag mal tschüss. Genau, bis Samstag. Weil wiedersehen wollen wir ja nicht, ne? Haben wir gesagt. Nee. Nur in Ausnahmefällen. Genau, richtig. Jetzt am Wochenende. Tschüss. Okay, tschüss. Endlich nach Hause. Oh, danke schön zu Wärme. Ja, doch, also ich habe die zwei schon vermisst und der Leo bestimmt auch, die Schwester und Papa. Ja. Aber ja, doch, ist schön. Und im Krankenhaus gibt es jetzt wieder ein freies Bett, das neu vergeben werden kann. Der oder die nächste kleine Patientin wartet sich ja schon auf die herzliche Hilfe von Kinderarzt Mario Bärwald. Gut, weiterlaufen und dabei die Füße heben, so wie ich. Guck mal, kannst du das? Mach mal. Jawohl. Gut. Mobilisiert.